Ja, hallo, hier ist wieder tuxocher.de. Willkommen auf meinem Videokanal. In einem der letzten Blogbeiträge hatte ich ja darüber informiert, dass ich mein doch schon recht betagtes Acer 5G Laptop letztendlich durch ein MacBook Air ersetzt habe. Bis jetzt hat die Umstellung recht gut geklappt. Aber das MacBook Air hat ja wie bekannt nur zwei Thunderbolt- bzw. USB-C-Anschlüsse, sodass, wenn man, wie ich, zwar ein Gerät mit 16 GB Speicher, aber lediglich mit einer 256 GB großen Festplatte gekauft hat und dann auch noch Fotos oder Videos editieren möchte, kommt man nicht drum herum, externe Geräte, zum Beispiel externe Festplatten oder auch einen Kartenleser anschließen zu müssen. Da kommt dann einiges an Zubehör dazu, was man meines Erachtens entweder zwingend oder aber sinnvoll am MacBook Air brauchen kann. Und davon möchte ich euch hier mal einige Teile vorstellen, die ich jetzt in letzter Zeit so benötigt habe. Fangen wir als erstes mal an mit, ich habe mir jetzt trotzdem, auch wenn das Trackpad vom MacBook Air hervorragend ist, hier diese kleine Maus geholt. Die hat zwar hier unten auch einen Dongle, aber die kann auch mit Bluetooth betrieben werden, so dass man keinen zusätzlichen Anschluss von den ohnehin nur zwei Stück dann verbaut. Ist unterwegs relativ sinnvoll und kann über USB-C auch geladen werden. Ja, als zweites, ich hatte sie schon erwähnt, kommen dann die externen Festplatten. Ich hatte hier angefangen mit einem OVC Envoy Gehäuse für eine NVMe SSD. Das OVC ein Thunderbolt 3 Gehäuse und die Montage der SSD und so weiter war noch sehr einfach. Und dieses externe Gehäuse lieferte ca. 1500 MB pro Sekunde lesenderweise am MacBook. Und schreibenderweise waren es 1200, 1300 MB pro Sekunde, waren also sehr, sehr gute Werte für ein externes Gerät. Allerdings hatte ich das Problem, dass dann dieses Gerät mit Thunderbolt unter Windows, und ich habe ja schließlich auch noch einen Windows-PC, nicht erkannt wurde und ich insofern auch diese externe Festplatte nicht dazu benutzen konnte, Daten zwischen den beiden Geräten nicht unbedingt über Netz, sondern auch darüber auszutauschen. Ich habe mir deshalb schlussendlich dieses Gehäuse von IC-Box gekauft. Das verfügt hier vorne über einen USB-3-Anschluss und erreicht, wenn man es direkt an den MacBook anschließt, ungefähr 700 MB pro Sekunde, was trotzdem immer noch ein hervorragender Wert ist und wichtig, auf jeden Fall ausreichend ist, um zum Beispiel selbst 4K-Videos von dieser externen Platte dann direkt zu bearbeiten, ohne sie zuerst lokal auf das MacBook kopieren zu müssen. Dann habe ich mir im Rahmen eines, ja, nennt es jetzt mal Angebotes, zusätzlich noch diese externe SanDisk Extreme geholt mit einem Terabyte Kapazität, allerdings hier auch bewusst nicht die Extreme Version 2. Die bietet zwar höhere Transferraten, da entsteht aber das Problem, dass man das zu dem höheren Preis eigentlich gar nicht nutzen kann. Insofern bin ich dann bei dieser, ich nenne es jetzt mal, einfacheren Variante geblieben. Ja, und dann sind wir dabei, wo wir schon von gesprochen haben, dass das MacBook ja nur zwei USB-C bzw. Thunderbolt-Anschlüsse hat. Und wenn das Gerät dann zum Beispiel auch aufgeladen werden soll, dann ist ohnehin nur noch einer frei. Und das ist für die tägliche Arbeit in vielen Fällen etwas knapp. Dann muss also ein USB-C-Hub her. Und davon gibt es Angebote, ich nenne es jetzt mal so, wie Sand am Meer. Also sehr, sehr verschiedene. Und angefangen habe ich mit einem Gerät von Ugreen, das allerdings insofern nicht funktionierte, als das versprochene parallele Laden über den USB-C-Anschluss leider nicht funktionierte. Ich habe das Gerät deshalb zurückgegeben und habe mir dann gesagt, okay, gibst du etwas mehr Geld aus und habe mir dann einen USB-C-Hub, ich glaube einen 7 zu 1 oder 7 in 1 besser gesagt, von Anker geholt.
Der funktionierte auch mit dem Laden. Natürlich lädt dann das Gerät oder das MacBook etwas langsamer und teilweise wird auch angezeigt, dass angeblich gar nicht geladen wird, weil natürlich so ein Hub auch Strom verbraucht und natürlich umso mehr, je mehr Geräte, also zum Beispiel Platten oder andere Dinge dann dranhängen. Aber leider hat es dieses Gerät das Problem, es hatte auch zwei USB-A-Anschlüsse, dass angeschlossene Festplatten über den USB-A-Anschluss. Ja, da war es Glückssache, wenn hier das Laufwerk erkannt wurde, sodass ich in letzter Konsequenz auch dieses Gerät zurückgeschickt habe. Dann habe ich mir allerdings dann von CallDigit den Soho USB-C Hub gekauft. Man sieht hier den HDMI und DisplayPort-Anschluss. Das hat für mich den großen Vorteil, dass ich das MacBook über DisplayPort und nicht über HDMI an meinem Dell U2711 betreiben kann. Der hat nämlich Probleme mit HDMI insofern, dass er bei einem HDMI-Anschluss lediglich Full HD anzeigt. Und hier auf der Rückseite haben wir dann Kartenleser, USB-A und nochmal USB-C-Anschluss und hier an der Seite den USB-C-Anschluss, um den Hub dann an das Gerät anzuschließen. Aber selbst hier hatte ich mit dem ersten Gerät insofern Pech, als der Anschluss USB-A bei angeschlossenen Festplatten lediglich Übertragungsraten in der Größenordnung von 35 bis 45 Megabyte pro Sekunde liefert und das entspricht ungefähr USB 2.0, auf keinen Fall USB 3.0 und schon gar nicht die versprochenen 10 Gigabit pro Sekunde. Allerdings muss man fairerweise auch hier sagen, dass selbst an USB-C-Anschlüssen oder USB-A, die laut Herstellerangabe 10 Gigabit pro Sekunde liefern sollen, diese nicht erreicht werden. Also ich erreiche mit den gleichen Festplatten, also hier zum Beispiel die IC-Box, dann an dem Hub angeschlossen, Übertragungsraten in der Größenordnung von 550, 580 Megabyte pro Sekunde. Und wenn man das einmal zurückrechnet, ist das eher ein 5 Gigabit pro Sekunde Anschluss als ein 10 Gigabit pro Sekunde Anschluss. Ja, und ab und zu schließe ich natürlich, wie schon erwähnt, das MacBook auch mit dem DisplayPort an meinen großen Monitor an und dann kommt mir natürlich zugute oder da kann ich auch Ethernet-Anschluss gebrauchen. Allerdings ist bei dem kleinen Hub hier keiner dabei, im Gegensatz zu dem Anker-Hub, der hatte einen Gigabit-Ethernet-Anschluss und deshalb habe ich mir hier von Anker einen separaten USB-C auf Gigabit-Internet-Anschluss gekauft. Und wenn man den anschließt, erreicht man 110, 120 Megabyte pro Sekunde. Und das ist praktisch das Maximum, was ein Ethernet-Anschluss überhaupt liefern kann, sodass ich aber dann zum Beispiel größere Dateien oder viele Fotos und so weiter dann wesentlich schneller mit dem Ethernet, also mit dem LAN-Kabel übertragen kann auf mein NAS, als wie das mit WLAN möglich wäre. Ja, und zum guten Schluss habe ich mir dann noch einen Laptop-Ständer besorgt, also dieses Teil hier, wo dann der Laptop hier oder das MacBook so hineinkommt. Und dann habe ich hier drunter den Platz frei, um da zum Beispiel meinen Hub und auch meine externen Laufwerke zu platzieren, ohne da also noch zusätzlichen Platz zu benötigen. Und das ist insgesamt eine sehr ergonomische Sache. Der steht dann links von meinem großen Monitor, so wie hier gezeigt, und dann kann man wunderbar damit arbeiten. Hier bewährt sich dann auch letztendlich, dass ich mir schon vor längerer Zeit zum Beispiel das MX-Set von Logitech gekauft habe, also bestehend aus Tastatur und Maus. Die lassen sich ja wie bekannt mit drei Geräten koppeln und so kann ich dann auf der Einstellung Nummer 3 dann das MacBook bedienen, sodass ich hier sehr, sehr schön aufgestellt bin, praktisch fast wie bei einem großen PC. Ja, das waren so die Zubehörteile, die ich für wichtig oder auch erforderlich halte, gerade was den USB-C-Hub anbelangt, weil ja das MacBook Air leider nur zwei Anschlüsse hat, finde ich den schon für recht erforderlich. Ich denke mal, ich bin mit dem CallDigit gut dabei und der ist auch sehr, sehr kompakt. Man kann ihn natürlich auch mitnehmen.
Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr die natürlich gerne in die Kommentare zu diesem Video platzieren oder auch in die Kommentare zu dem entsprechenden Blogpost. Und wenn das Video hilfreich war, würde ich mich natürlich über ein Gefällt mir freuen. Und noch mehr würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Dann vergesst aber unten die Glocke nicht, sodass ihr eine Benachrichtigung erhaltet, jedes Mal, wenn ich ein Video hochlade. Ja, wie gesagt, das war's von mir zum Thema Zubehör vom MacBook Air. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Tuxoche.